Heute ist mal wieder der deutsche Stahl im Angebot und zwar der E100 mit seinem wunderschönen digitalen Aufdruck, würde ich fast sagen. Also da sollte doch am Ende zumindest ein Optikpreis hier verliehen werden. Und ob es mehr wird, naja, ihr könnt euch denken, natürlich wird es ein bisschen mehr. Schauen wir mal, was er so reißen kann, reißen wird. Wir haben Karte Steppen. Ganz viele Achter dabei. Das ist natürlich schön. 13er. Dann auf seiner Seite sind es 3 Neuner. Gegner hat 4 Neuner und dann lauter Achter. Ja. Ihr erfahrt jetzt hier schon mal direkt eine ganz eher typische Heavy-Route. Und zwar geht die 1er-2er-Linie runter und dann wird hier rum gefightet und dann auch darum so ein bisschen. Das ist so als Heavy eher der typische Spot. Die Mediums fahren ja bekanntermaßen darüber und TDs reihen sich auch ganz gerne mal hinten auf. Wobei der FV hier hinten stehen bleibt, aber naja, ist jetzt auch nicht der typische TD. Das ist halt einfach nur ein pures Monster. So, Objekt. Naja, und da sieht man gleich mal eine der Schwächen vom E100, nämlich aus der Fahrt kann er nichts. Also, da muss man mal sagen, Präzisionsmonster ist er definitiv keins, aber genug geaimt, kommt dann halt der Schaden rum und das ist halt, sieht man, perfekt. 820er Hit, so macht Spaß. Na, oben durch den Turm oder unten? Ja, unten auf die Frontplatte, da kommt er schön drauf. Und da kommt der M46 Patton, der ihn aber nur kettet. Die hat er jetzt repariert, meines Erachtens zu früh, weil jetzt wird er wieder gekettet. Und das Reparaturset hätte man durchaus für was Sinnvolles nutzen können, aber naja, vielleicht hat er Glück und er braucht es nicht mehr wieder. Von dem her schauen wir einfach mal, wie der weitere Verlauf so ist. Da der T10 und auch der bekommt eine hinten rein. Und das ist halt das Schöne, diese Kellen mit einem Heavy zu haben, die machen halt einfach wirklich Spaß. Da kommt dann einfach fun-technisch wenig ran, muss man sagen. So, der T10 hat jetzt zwar getroffen, aber das interessiert ihn nicht. Kriegt halt die nächste Schelle. In your face, T10. In your face. Und er schreibt Gold und richtig so. Yep, natürlich. Warum auch nicht? Er hat halt davon genug. Lass ihn doch, was soll er machen? Und am Ende der Runde, seht ihr, geht er trotzdem mit einem guten Plus nach Hause. Also, weniger labern, mehr abern, wie man so schön sagt. Da das Objekt, das kommt aber nicht. Da drüben der T44, 3 zu 5 Grad aktueller Stand. Ein Aimen, Blindshot. Ne. Oh, Objekt. Arti, Objekt, alles da, was Rang und Namen hat. Links von ihm ist noch der E100, aber der hat kaum mehr was. Der wird gleich rausgenommen. Da hat jetzt das Objekt sich getraut, der T44, aber lediglich der Abpraller. Und hier jetzt schöner Treffer auf das Objekt. Und man sieht oben, er hat lediglich 7 Treffer bisher landen können. Aber hat schon knapp 5000 Damage. So, Objekt zieht sich zurück. Vielleicht sehen wir hier den zweiten Kill. Nein, den sehen wir nicht. 7 zu 8, knappes Höschen hier, was das Thema Runde angeht. Und am T44... lediglich die Kette, die hier gezogen wurde. Da muss jetzt natürlich noch der nächste Hit landen, aber die Kette wird er definitiv repariert haben, genau bevor er nachgeladen hat. Und genauso ist es auch. Und jetzt mal schauen, was da mit dem T28 so vor sich geht. Oh ja, da ist jetzt der Mutz. Mutz, 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 Mutz. Mutz. Treffer. Ah, der ist AFK. Jetzt muss er da, jetzt hat er da den Auto-Aim auf dem Mutz drauf, aber muss auf den T28 da aufpassen.
Und nochmal. Mutz, 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 Mutz. Mutz weg. Jetzt geht er auf den T-28. Ah, nischt. 0, nischt. Oh, jetzt prallt der T-28 wiederum ab. Oh, hinterhin der T-44 jetzt. Und jetzt kriegt er den Treffer drauf. Und hoffentlich unterstützt der Löwe ihm hier mit den T-44, weil er selber fährt auf den T-28, der lediglich mit HE schießt. Das ist natürlich ideal. Der T-44 wurde jetzt vom Löwen zerstört und er kann hier wieder schön draufballern und nimmt ihn damit raus. Hier der Critical. Drüben ist jetzt der Tiger im Cap-Objekt 416, stört er so ein bisschen. Da ist auch noch der M46 Patton und die Arti, der GW Tiger, könnte, dürfte auch irgendwo noch hier hinten rumstehen. M46 Patton raus, lediglich Objekt und der GW Tiger noch am Start. GW Tiger war bisher noch nicht zu sehen, wo sich natürlich Artis mittlerweile sehr gern versteckt. Ist hier hinten da im Eck eine sehr beliebte Stelle. Also Objekt nimmt jetzt auch noch den E50 raus. Und jetzt ist der Kinderwerfer ist jetzt beim Objekt, also das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein für den Kinderwerfer, das Objekt da rauszuschießen. Da ist die Arti. Alle Zeit der Welt zu aimen und da. Und macht den weg. Was? Das Objekt immer noch. Und das Objekt nimmt jetzt auch den Kinderwerfer raus. Das gibt's ja gar nicht. Der Löwe hat auch noch mehr viel HP. Also das Objekt, das erweist sich mit seinem T8 hier als strammer Gegner, du. Und jetzt schreibt auch er, lol, what's even going on here? Also was geht hier ab? Und genau das gleiche geht auch in mir vor, weil ich denke mir so, okay, das Objekt ist da gegen drei Gegner am Cap und macht alle drei raus. Also, was machen die da mit dem? Jetzt fährt er auf jeden Fall mal hier Richtung Cap Zone. Und da ist jetzt das Objekt. Hat noch 833 und nimmt auch den Löwen raus. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Das ist ja ungeheuerlich, was das Objekt hier noch zusammenbraut. Aber man muss dazu sagen, einen Löwen mit einem One-Shot rauszunehmen, ist noch das eine. Aber hier in den fast vollen, also sagen wir mal zu gut zwei Drittel gefüllten E100 nochmal Vorsicht zu haben. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber dickes Respekt an den Objektfahrer an dieser Stelle. Und jetzt stellt er sich mal in Cap. Und mal schauen, ob sich das Objekt hier zeigen wird. Auf jeden Fall braucht er zwei Schüsse dafür. Mit einem ist nämlich das nicht getan. Und jetzt ist nur die Frage, wo ist er? Da ist er.
Und der fährt an ihn ran. Das ist meines Erachtens die nicht clevere Variante. Genau, da kann man nämlich leicht gekettet werden. Da kriegt er den ersten Hit. Er hätte für mich anders machen müssen. Er hätte ihn immer mal wieder sozusagen mit einem Schuss die Seiten wechseln, einen Schuss reinsetzen und vielleicht noch schauen, dass er das Draw holt. Und ja. Kurioser geht's gar nicht. Er wird zermatscht bzw. zerquetscht. 9003 Damage, 3000 geblockt, 900 knapp noch unterstützt. Das war fein. Ja, schöne 100-Runde mit einem wirklich kuriosen Ausgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Alcaramba.